Hallo und sehr herzlich willkommen bei Colorful Paper Art. Birgit hier und ich freue mich sehr, dich hier in meiner kleinen Papierwerkstatt begrüßen zu dürfen. Wir hatten einen nicht sehr kalten, aber furchtbar langen Winter. Hier im Norden war es eigentlich durchgehend grau, düster, dunkel und es hat sehr, sehr viel geregnet. Und nun gibt sich der Frühling ja hier langsam zu erkennen, aber sehr langsam und die Sehnsucht nach Sonne ist groß. Und da kommen wir zu unserem heutigen Thema. Heute geht es mal wieder um Moosgummistempel und wir werden auf ganz, ganz einfache Art und Weise uns kleine, niedliche Sonnenstempel machen, sodass wir bei Bedarf für uns selbst die Sonne scheinen lassen können. Diese kleinen Stempel sind unheimlich vielfältig einsetzbar. Du kannst die verschiedensten Dinge daraus kreieren, indem du sie immer wieder anders abdruckst und gestaltest. Aber für heute habe ich ein kleines Projekt in Arbeit und das sind Gute-Laune-Karten, mit denen man Menschen, die vielleicht ein bisschen extra Sonnenschein gebrauchen können, eine Freude machen kann. Und wenn du Lust hast, dir die ganze Sache mal anzusehen oder vielleicht auch dieses kleine Projekt nachzuarbeiten, dann wünsche ich dir sehr viel Spaß. Für das Kritzeln oder Dudeln einer Sonne kannst du beliebiges Material wählen, Kugelschreiber auf Kopierpapier oder irgendein Zettel, der rumliegt und mit dem Bleistift schnell eine kleine Skizze gemacht. Und hier habe ich einfach aus Gründen der Optik einen Skizzenblock genommen und dazu einen dünnen Druckbleistift und ein Radiergummi. Und ich habe hier schon ein bisschen vorgezeichnet, denn diese Bleistiftlinien sind oft sehr schwer zu erkennen, wenn man die mit der Kamera aufnimmt. Also fahre ich jetzt einfach diese Linien mal nach. Dieses hier sind sehr, sehr einfache Sonnen. Die habe ich mir mal so ausgedacht und die meine Enkelin, die haben wir so Spiegeleisonne genannt, weil sie so ein bisschen an ein Spiegelei erinnert. Und diese Sonne hat eben halt offene Strahlen. Du kannst dich gerne an diese Ideen halten. Du kannst auch deine eigenen Ideen natürlich zu Papier bringen oder schau mal in Kinderbücher. Also es gibt so viele verschiedene Arten, Sonnen zu zeichnen. Das ist ganz fantastisch. Und natürlich zeichnest du genau das, was du zeichnen möchtest. Wir fangen mal an jetzt hier mit dieser Strahlensonne. Da bin ich ausgegangen von einem Oval. Ich zeichne das jetzt mal hier so nach. Das ist also die Grundform. Selbstverständlich geht auch ein Kreis. Das kann länger sein, das kann breiter sein. Also auch da wieder hast du die Freiheit und nutze sie ruhig aus. Und die Strahlen habe ich dann so in einer Art Dreiecksform angelegt. Schmale, langgezogene Dreiecke, die unten im Bogen auf dieses Oval treffen. Und diese Strahlen müssen nicht alle im gleichen Abstand laufen. Die können auch unterschiedlich laufen und sie können auch unterschiedlich lang sein. Ja, das wäre die Sonne Nummer 1. Und jetzt wird es halt noch ein bisschen einfacher. Jetzt kommt das Spiegelei. Und das Spiegelei geht auch aus von einem Oval oder von einem Kreis, je nachdem, wie man es möchte. Von einem kleinen und von einem größeren Kreis. Und die Strahlen verbinden dann diese beiden Ovale. So, auch das geht natürlich in beliebiger Größe. Und diese kleinen Sonnen, die sind eigentlich ganz niedlich, finde ich. Die sehen erstmal so ein bisschen unscheinbar aus, aber wenn man sie dann entsprechend einsetzt, dann sind die doch sehr, sehr schön. Also, man kann sie so ganz lustig machen, indem man kleine Gesichter da einzeichnet, die kann man aber auch weglassen. Und hier sieht man schon, dass die Strahlen ganz unterschiedlich eingefärbt worden sind. Und dann ist hier so ein All-Over-Druck gemacht worden und den finde ich auch total interessant. Hier habe ich ein Washi-Tape damit gestaltet. Also das sind so die Möglichkeiten und es gibt sicherlich noch viel mehr. Und jetzt kommen wir dazu, aus dieser Sonne oder aus diesen beiden Sonnen Stempel zu machen. Und da greife ich wieder zum Moosgummi. Du weißt vielleicht, dass ich ja großer Freund von Moosgummistempeln bin. Also ich liebe es mir, meine Stempel selber zu machen und Moosgummi eignet sich da besonders gut.
weil es sich so leicht bearbeiten lässt. Und das macht einfach nur Spaß und es geht schnell und man kann so viel damit machen. Meine Idee ist es, ein bisschen Sonnenschein in die Welt zu bringen, mit Hilfe von kleinen Kärtchen, die ich lieben Menschen zukommen lasse. Und hier für dieses Video habe ich mir das ATC-Kartenformat ausgedacht. Das sind ja diese Karten in Sammelkartengröße, die man verschenken darf oder tauschen darf, aber niemals verkaufen oder kaufen. Und die haben, wie gesagt, eine bestimmte Größe, sodass sie auch in Sammelalben reinpassen. Und ja, ich möchte eine Karte in dieser Art gestalten, mit einer Sonne auf der Vorderseite, und auf der Rückseite sollen so ein paar nette Sprüche stehen, die denjenigen, der die Karte bekommt, vielleicht ein bisschen erfreuen werden. Das ist so der Gedanke. Und weil ja das Maß dieser ATC-Karte, also ATC steht für Artist Trading Card, also Künstler Tauschkarte sozusagen. Die hat ja, wie gesagt, dieses bestimmte Format. Das ist 8,9 cm auf 6,4. Und damit diese Sonne auch schön da drauf passt, also nicht zu groß ist und nicht zu klein, habe ich mir das Kärtchenmaß angezeichnet. Ich möchte da noch so einen Rahmen haben und dann soll die Sonne da reinpassen. Und da habe ich mir dann noch mal eine Skizze gemacht, indem ich mir den Mittelpunkt hier bestimmt habe und habe dann die Sonne darum konstruiert. So, und wenn ich diese Sonne jetzt auf das Moosgummi übertrage, dann habe ich genau die richtige Größe für diese ATC-Kärtchen. Und dafür lege ich jetzt dieses Papier auf das Moosgummi. Das Moosgummi ist übrigens 2 mm dick und selbstklebend, was sehr praktisch ist. Es geht auch welches, was nicht selbst klebt. Da muss man eben halt mit einem Kleber später arbeiten. Dazu kommen wir aber dann noch. Also wenn du das hast, ist das super. Das ist aber auch dieses Bastelmoosgummi, was du in Schreibwarenläden bekommst oder auch im Internet. Ich setze dir auch einen Link dazu rein, wenn du das gerne bestellen möchtest. Also das ist jetzt nicht schwierig zu beschaffen und kostet sehr, sehr wenig Geld. Und dann nimmst du dir einen Kugelschreiber oder einen Bleistift oder ich habe hier meinen Piekser. Das ist ein alter Feinliner, der nicht mehr keine Farbe mehr hat und mit dem kann ich aber sehr schön gravieren. Und dann ziehst du nochmal all diese Linien, die wir in der Zeichnung schon angelegt haben, stark nach, sodass sie sich in das Moosgummi pressen. Dabei geht jetzt diese Zeichnung auch kaputt. Das ist so, weil wir starken Druck ausüben müssen, damit wir die Linie nachher im Moosgummi auch sehen. Ja, und auch die Strahlen werden jetzt auf entsprechende Art und Weise nachgezogen. Und so drückt man dann das Motiv in das Moosgummi ein. Wenn du jetzt nicht ein bestimmtes Kartenformat benötigst, wenn du die kleine Sonne vielleicht einfach nur ausschneiden und irgendwo aufkleben möchtest und es kommt jetzt auf die Größe nicht so an, dann kannst du natürlich die Zeichnung direkt auf dem Moosgummi machen und dann anschließend mit so einem spitzen Gegenstand. Damit kannst du dann ritzen und dann sparst du dir diesen Arbeitsgang. So, und hier sieht man schon ungefähr das Motiv. Und das muss jetzt nochmal nachgefahren werden. Dazu nimmt man dann auch wieder diesen spitzen Gegenstand. Wichtig ist, dass sich diese Linien gut in das Moosgummi einprägen. So, und jetzt gehe ich und ziehe die Spitzen hier nochmal nach. Und die ziehe ich nach außen. Das geht am leichtesten. Ja, und so wie hier dreht man sich das am besten hin und du merkst auch selbst, wie es für dich am bequemsten ist. Und wenn hier schon mal ein paar Linien verschwunden sind, dann kann man die auch, wenn man möchte, sich nochmal mit dem Bleistift anzeichnen, um sie besser zu erkennen. Die sind jetzt hier noch so ganz schwach zu sehen im Moosgummi. Aber so hat man dann wieder einen besseren Anhaltspunkt fürs Gravieren.
Mit dieser Technik kannst du dir hier beliebige Motive doodeln und anschließend als Stempel herstellen. Es gibt da auch schon einige Videos hier auf meinem Kanal. Ich lege dir in die Beschreibung den Link einer Playlist, wo die alle gesammelt sind. So, das ist also der Stempel Nummer 1. Und ausschneiden möchte ich ihn nachher, indem ich einfach immer Bögen zwischen die Strahlen zeichne. So. Das soll jetzt also nachher die Schnittlinie werden. So, dann ist die auch zu sehen. Zum Ausschneiden nimmst du einfach die Schere, mit der du am besten schneiden kannst. Klein oder groß, in diesem Fall wohl eher klein, weil das Motiv ja auch nicht so furchtbar groß ist. Wende einen kleinen Trick an, das habe ich mir in letzter Zeit mal einfallen lassen. Die Moosgummistempel sind ja sehr, sehr dünn. Das hat zur Folge, dass man oft beim Farbauftrag auf den Stempelträger, zu dem wir später kommen, Farbe setzt und dass die mit auf dem Bild erscheint oder auf dem Papier. Und das ist ja oft nicht gewollt. Also es werden dann etwas unsaubere Stempelabdrucke. Und um das zu vermeiden, klebe ich jetzt diesen Stempel erstmal auf eine zweite Lage Moosgummi und schneide ihn dann nochmal aus. Diese Stempel sind natürlich durch das Material recht weich und biegsam. Und man könnte sie jetzt so benutzen und auch abdrucken, aber sie sind schwer anzufassen und deswegen statte ich diese kleinen Stempel immer mit einem Stempelträger aus. Also hier kann man das sehen bei dem kleinen Stempel. Da habe ich mir ein Stück Plastikmaterial aus einer Verpackung geschnitten. Ich weiß nicht, ob man das so sieht. Habe den Stempel darauf geklebt, das knapp abgeschnitten, das Ganze, und habe mit einem Malertape hinten so einen kleinen Griff raufgebaut. Und dann kann man das also sehr schön verwenden und der Stempel hat auch ein bisschen mehr Stabilität. Diese Methode funktioniert. Ich habe die bisher immer angewendet und es hat gut geklappt. Aber es geht eben mit einem Acrylglas Stempelträger noch etwas einfacher. Und das wäre mein Tipp. Nun ist es ja so, dass Silikonstempel ja automatisch hier drauf kleben. Da braucht man ja gar nichts zu tun. Das funktioniert natürlich bei Moosgummi nicht. Das ist ja ein anderes Material. Aber man kann den Stempel hier aufkleben. Und wenn man ihn dann nicht mehr braucht, dann lässt er sich auch wieder abziehen. Den Spiegeleier-Sonnenstempel, den kannst du ganz leicht direkt auf dein Moosgummi zeichnen, genauso wie wir es auf dem Papier gemacht haben. Und dann kannst du auch den ganz schnell zu einem Stempel verarbeiten. Jetzt wird spannend, es kommen die ersten Probeabdrucke mit unserem selbstgemachten Stempel. Und ich habe mir jetzt hier hingelegt einmal ein Kopierpapier, ein ganz einfaches aus dem Drucker, eine Buchseite und hier ist ein Stück Papier aus einem Skizzenblock vom Action. Und man wird schon sehen, also die Papierqualität hat Auswirkungen auch auf den Stempelabdruck. Und jetzt habe ich erstmal angefangen mit einem Stempelkissen, auch einem ganz einfachen vom Action hier. Zeige ich mal hier. Das ist nicht ideal. Aber man kann es mal ausprobieren. Keine direkte Farbe einer Sonne, aber die Sonne von kreativen Menschen muss ja auch nicht immer unbedingt gelb sein. Ja, und da sieht man schon, das ist ein ganz netter Abdruck geworden. Das ist jetzt der Zweitabdruck. Der sieht dann so aus, schon etwas feiner. Vielleicht wird sogar noch mal ein dritter Abdruck möglich sein. Ja, und auch der ist sehr, sehr schön, finde ich. Also das ist fast so, dass diese mit diesem Stempelkissen die Abdrucke schöner werden, je öfter man sie wiederholt. Immer feiner, immer zarter. Gefällt mir gut.
möchte jetzt auch die ganze Farbe gerne hier mal abstempeln. Ja, es funktioniert immer noch. Vielleicht setze ich hier noch mal einen hin, denn ich brauche ja noch ein bisschen Platz für die nächsten Versuche. Okay, was ich jetzt noch mal zeigen möchte, das ist jetzt hier ein hochwertiges Stempelkissen von VersaFine. Sehr farbintensiv, sehr ergiebig. Und schauen wir mal, wie das aussieht. Also mit dem Stempelkissen zu arbeiten, ist natürlich die schnellste und einfachste Möglichkeit. Wir setzen die mal einfach hier auf die Buchseite zu Anfang. Und hier sieht man schon, ich gebe gar nicht so viel Druck drauf, aber es wird schön gleichmäßig dadurch, dass eben diese harte Acrylglasscheibe da drauf liegt. Also das ist jetzt sehr markant. Das ist auch ein saugfähiges Papier. Jetzt setzen wir hier nochmal was drunter. Und die Stempel sind jetzt eben halt im Rohzustand. Die gewinnen nachher an Charakter, wenn wir sie noch ausarbeiten. Ja, der ist, ich muss mal sagen, dieses Stempelkissen von Action war jetzt in diesem Fall gar nicht so schlecht. Gefällt mir besser als das VersaFine. Okay, aber man sieht schon mal ungefähr, was dabei rauskommt. Und dann gibt es ja, wie immer, noch mehr Möglichkeiten. Und die probieren wir jetzt auch noch mal aus. Ich stempele nämlich, weil ich gerne farbig stempel, sehr, sehr gerne mit Wasserfarben. Also mit dem Schulmalkasten, der kommt ja immer wieder vor bei mir. Ich nehme jetzt aber in diesem Fall gerne Acrylfarben, weil sie einfach wasserfest sind später. Und wenn ich die in zum Beispiel in Art Journal Seiten unterbringe, diese Sonnen, und ich gehe da noch mal mit Farbe ran, und dann möchte ich nicht, dass das verschmiert und verwischt. So, jetzt ist hier bald keine Farbe mehr drauf. Okay, dann drehen wir das Ganze mal um. Und jetzt rühre ich mir selbst Farbe an. Ich nehme jetzt, wie gesagt, in diesem Fall mal Acrylfarbe. Und da möchte ich schon mal eine wirkliche Sonnenfarbe haben. Das ist jetzt Moosgummi ohne Klebeschicht. Und das benutze ich ganz gerne sozusagen als Palette. Und gebe da erstmal Farbe drauf. Man kann natürlich auch eine richtige Palette nehmen. Ja, und dann habe ich mir gedacht, vielleicht noch für Schattierung einen ganz, ganz kleinen Klecks Rot. Eventuell kann man auch ein wenig Wasser noch dazu nehmen. Ziehe sie hier so ein bisschen aus. Ich nehme jetzt erstmal das Gelb so, wie es ist. Wie die Farbe für dich perfekt ist, das probierst du einfach selbst aus. Man kann jetzt Folgendes machen, man kann das jetzt wie ein Stempelkissen benutzen. Dann habe ich schon eine ganze Menge Farbe drauf. Und dann kann man mit Hilfe eines kleinen Schwämmchens, was möglichst fein sein sollte, die Farbe so verziehen, dass nur eine dünne Farbschicht drauf liegt. Wollen wir mal schauen, wie sich das macht. Also man muss so einen Stempel auch immer erstmal eindrucken. Man muss ihn kennenlernen und gucken, wie er so reagiert. Das war, wie gesagt, das einfache Kopierpapier. Ja, und da sieht man schon, es wird jetzt klarer. Die Sonne wird schon mal deutlicher. Sehr schön. Ja, mir gefallen diese Abdrucke. Ich hoffe, man kann das sehen. Ich finde die super. Jetzt machen wir noch mal was auf den anderen Papieren. Und du siehst schon, wie schnell das geht, das Ganze. Also man kann auf diese Art und Weise doch sehr, sehr schöne, also sehr schnell viele Motive herstellen. Das ist vielleicht auch was, wenn man Einladungskarten verschicken will oder ja, vielleicht ein Stoff damit bedrucken will. Das wäre ja auch möglich, dass man so eine Reihe von Sonnen nebeneinander setzt. Also da sind Stempel schon toll und erleichtern die Arbeit ja enorm. Okay, jetzt schauen wir mal hier. Ja. Und auch auf einer Buchseite sieht sowas toll aus, wenn das anschließend noch ausgearbeitet wird. Und jetzt kann man noch eben so ein bisschen spielen, indem man auf die eine Seite vielleicht ein bisschen Rot gibt. Und dann fängt man auf einer Seite mit dem Schaumgummi an, mit einem reinen Ton, und geht dann in den dunkleren Ton über. So ungefähr.
Damit kann man dann schon ein paar Schattierungen erzielen. Ja, und das sieht dann so aus. Das finde ich sehr, sehr schön aus, gerade hier auch der Rand. Okay. Wir können zum Spaß jetzt hier auch noch mal die Spiegeleisonne abdrucken. Da sieht man schon, dass das doch auch ganz schön wird vom Abdruck her. Ja, ich hoffe, dass es klar geworden ist, wie man also diese Stempel herstellt und wie man damit drucken kann. Variationen können ins Unendliche weiter betrieben werden. Ich rege einfach an oder möchte dich dazu einladen, einfach rumzuspielen und das auszuprobieren. Und du wirst in kurzer Zeit ganz viele tolle Motive bekommen. Du kannst es auch auf der Jelly Plate benutzen, kannst damit in die Farbe Abdrücke setzen und auch damit wieder tolle Effekte erzielen. Also diese kleinen Stempel sind wirklich sehr, sehr brauchbar. Und jetzt kommen wir zu dem heutigen kleinen Projekt. Ich finde es immer schön, wenn man jetzt aus dieser Technik auch noch was entwickelt, und das sollen ja, wie gesagt, heute diese ATC-Kärtchen sein für liebe Menschen, die ein bisschen Sonnenschein gebrauchen können. Bevor wir loslegen, werfen wir mal einen Blick auf den Prototyp. Der hat also schon das richtige Format. Das ist so ein ATC-Format, und auf der Rückseite steht ein kleiner Spruch, ein paar Sonnenstrahlen für dich. Ich habe also einen Karton genommen, habe Kopierpapier eingefärbt und habe das dann mit dem Drucker bedruckt, mit diesen Worten, und habe das dann auf die Rückseite des Kartons geklebt. Die Vorderseite habe ich mit einem dunklen Papier beklebt und habe dann ein kleineres Papier draufgeklebt, ein gefärbtes, und darauf dann die Sonne gesetzt. Für die Rückseite möchte ich diesmal nicht dieses Aquarellpapier nehmen, sondern ich möchte das mit der Sonne wirklich auf die Spitze treiben und möchte gerne so ein Sonnenpapier hinten drauf kleben. Das ist so meine Idee. Und vorne würde ich das in etwa genauso machen. Dafür muss ich mir nachher noch mal ein Papier färben. Das werde ich jetzt aber nicht extra zeigen. Das mache ich einfach mit Aquarellfarbe. Ziehe also Wasser auf einen Bogen Papier und dann lege ich ganz zart Aquarellfarbe drauf. Die verschwimmt dann so ein bisschen, und dann hat man so ein schönes Hintergrundpapier. Was jetzt zunächst mal erarbeitet werden muss, sind die einzelnen Sonnen. Und dafür habe ich mir die Kärtchen hier in der richtigen Größe zugeschnitten und würde jetzt erstmal schon mal mit den Resten hier dieser Farbe, mit der wir die Probedrucke gemacht haben, schon mal ein paar Sonnen drucken. Ja, und ich setze jetzt einfach auf dieses Kärtchen die Sonne, und die wird ja später auch noch ausgeschnitten, wie man ja hier so sehen kann. Und deswegen ist es jetzt nicht so wichtig, ob das genau mittig ist oder nicht. Wir platzieren das hier jetzt einfach mal drauf. Ja, und da haben wir schon die erste Sonne. Ich wollte so etwa 6 Karten machen, aber es reicht ja, wenn wir hier mal an einem Beispiel sehen, wie das so ungefähr funktionieren kann. Ja, der ist gut zu sehen. Ja, jetzt habe ich eine Reihe von diesen Sonnen fertig. Und jetzt möchte ich eben halt auch noch die Rückseite stempeln mit dem Mini-Stempel, mit der kleinen Spiegeleisonne. Und dafür möchte ich die Farbe auch ein bisschen verändern. Ich möchte sie nämlich ein bisschen zarter und dezenter haben und werde jetzt ein bisschen was Helleres noch dazu mischen. Wir versuchen es mal hier mit dem hellen Gelb. Und jetzt wird hier kunterbunt gestempelt, überlappend auch. Das ist eine andere Art des Stempelns, die aber auch super schöne Effekte ergibt. Und hier stempel ich auch immer mehrere Abdrucke übereinander und bekomme so tolle, ja, tolle Effekte. Also es sind schöne Designpapiere oder Hintergrundpapiere, die kann man auch für Collagen super gut benutzen.
Da gibt es so viele Möglichkeiten. Washi-Tape kann man damit machen, indem man die alle nebeneinander setzt, diese kleinen Sonnen. Das ist auch ganz niedlich. Oder indem man eben halt auch so überlappend arbeitet und man ja dieses Muster eben halt auf ein Washi-Tape überträgt. Und ich achte immer so ein bisschen darauf, dass die nicht alle in eine Richtung laufen. Das soll ja hier so ein bisschen unterschiedlich aussehen. Und so werde ich jetzt das ganze Blatt vollstempeln. So, dieses Blatt ist jetzt also fertig geworden und ich habe ja noch ein bisschen Farbe übrig. Und hier habe ich auch so einen Karton, den ich gut dafür gebrauchen kann, Verpackungskarton für die Kärtchen später. Und der hat hier so eine Rückseite, auf der es sich auch sehr gut drucken lässt. Also werde ich jetzt hier meine Restfarbe noch verdrucken. Die Drucke sind jetzt inzwischen getrocknet und ich habe mich in der Zwischenzeit selbst gewaschen und auch das Werkzeug und die Stempel. Und hier ist also dieser kleine Spiegeleierstempel, der bleibt so, wie er ist und kann so verpackt werden. Und die große Sonne, die ja hier auf dem Stempelträger sitzt, die kann ich abziehen. Ist jetzt also nicht ganz fest mit diesem selbstklebenden Mousse-Gummi und ich klebe die jetzt einfach zur Verwahrung auf eine Plastikunterlage und im Bedarfsfall kann ich sie mir wieder abziehen. Und die wird auch noch ein paar Mal auf dem Acrylblock kleben. Und wenn sie irgendwann nicht mehr klebt, dann, wie gesagt, dann kommt der Klebestift zum Einsatz. Auch der lässt sich anschließend wieder ablösen. Ja, das also zur Verwahrung und Verpackung dieser Sachen. Der Acrylblock kann auch weggelegt werden. Und wir machen uns jetzt noch ein bisschen an die Ausarbeitung dieser Sonne. Man sieht ja schon hier, dass die anders aussieht, weil sie eben halt mit Feinliner akzentuiert worden ist. Ja, und da fange ich erstmal mit einem 03er Feinliner an und schau mal, wie das so aussehen wird. Und ich gehe dann ähnlich vor wie jetzt auch schon beim Zeichnen dieser Sache. Ich ziehe erstmal hier ein Oval um die innere, um das Innere der Sonne. Und dann ziehe ich die einzelnen Strahlen raus. Und die lasse ich oben spitz zusammenlaufen. Und die dürfen dann auch gerne ein bisschen über den Druck hinausragen. Das gibt der ganzen Sache noch ein bisschen mehr Spannung, finde ich. Muss nicht überall sein, aber hier und da finde ich das sehr schön. So kann das schon mal aussehen. Und im Weiteren kann man natürlich immer noch mehr machen. Also so wie man hier sieht, ist da noch nachgearbeitet worden. Und das könnte man mit Aquarellstiften machen. Probiere ich einfach mal aus. Oder auch mit Aquarellfarbe natürlich. Da würde ich jetzt so ein bisschen Rot dazu nehmen, so ähnlich wie das hier auch der Fall ist. Würde das hier einfach erstmal so reinsetzen. Und dann kann man natürlich mit dem Pinsel verziehen. Mit einem feuchten Pinsel. Man kann solche Schattierungen aber auch herstellen mit nicht wasservermalbaren Stiften. Also man kann vielleicht auch mit Fasermalern arbeiten oder wie gesagt mit Markern. Da gibt es so viele Möglichkeiten, hier noch so ein kleines bisschen mehr Leben reinzubringen. So kann man eben halt auch einzelne Strahlen noch ein bisschen ausmalen. Und das müssen gar nicht alle sein. Aber so ein paar kleine extra Akzente ergänzen das auf eine sehr, sehr gute Weise. Ja, auch hier dann wieder, wenn man will. Die Farben werden ja wesentlich intensiver, wenn man mit Wasser drüber geht, diese wasservermalbaren Stifte. Und ich würde sagen, das reicht schon in diesem Fall. Ich erspare dir das jetzt, dass ich hier jede einzelne Sonne ausmale. Das Prinzip ist ja immer das gleiche. Jetzt wird sie nämlich ausgeschnitten und das geht so im
bewährten Fussy-Cutting, also ein paar Millimeter von den Kanten weg. Das darf hier ruhig ein bisschen mehr sein. Dann haben wir gleichzeitig noch so eine Art Rahmen oder Rand und grenzen uns dann besser zum Untergrund ab. Ja, hier ist also das Exemplar. Ich finde, es ist sehr niedlich geworden. Und in diesem Stil werden alle anderen Sonnen jetzt auch ausgeschnitten. Und ich werde auch mein Kartonmaterial und meine Hintergründe zuschneiden in der richtigen Größe. Ich habe mir zunächst mal ein paar Basiskarten zugeschnitten in diesem Format 8,9 cm x 6,4 cm, also diesem ATC-Sammelkartenformat. Und dazu habe ich den Cardstock vom Action genommen. Den gibt es da so in einem Heft, schwarz-weiß und ebenso Kraftpapierfarben. Genauso gut geht natürlich auch Verpackungskarton. Das ist jetzt hier der Fall. Den hatte ich ja schon vorher bedruckt. Was jetzt also den Vorteil hat, dass ich mir den Arbeitsgang des Aufklebens von diesen Papierchen hier bei dem Karton ersparen kann. Also wenn ihr genug Verpackungskarton habt, dann könnt ihr den selbstverständlich dafür gerne nutzen. Das eignet sich wunderbar dafür. Hier jetzt werde ich die Kärtchen bekleben mit den Sonnen. Dann kann man wieder mit dem Falzbein oder eben halt mit so einer Chipkarte alles schön glatt streichen. Und wenn das getrocknet ist, werden die Ränder beschnitten. Alle Teile zur Montage so einer kleinen Karte sind jetzt fertig. Wir haben also hier unsere Sonnen. Hier haben wir die vorbereiteten Basiskarten, jeweils auf der Rückseite ebenfalls mit Sonnen versehen. Dann haben wir, um diesen dunklen Rand zu schaffen, hier jetzt dunkles Papier. Da kann man also ein x-beliebiges graues Papier verwenden. Man kann sich selbst was färben. Dies ist, wie gesagt, aus meiner Eco-Dyeing-Phase. Das ist alles noch Überbleibsel und ich verwende die sehr gerne, weil die sich eigentlich überall gut einfügen. Und dann habe ich eben, um hier dieses unterliegende Papier noch zu bekommen, mir einen großen Bogen eingefärbt, einfach mit Aquarellfarbe, unregelmäßig und ganz zart. Die habe ich alle schon mal abgerundet und habe sie ganz zart geinkt, damit sie sich so ein bisschen besser hier in diesen Rahmen integrieren. Und nun muss alles zusammengeklebt werden. Dafür nehme ich den Tacky Glue und zunächst werde ich jetzt die Karten auf der Rückseite mit dem dunklen Papier versehen. Werde das alles an den Rändern abschneiden. Dann werde ich die Kanten abrunden. Und dann kommt dieses Blatt obendrauf und eine Sonne dazu. Und dann wird halt ergänzt auf der Rückseite mit einem netten kleinen Spruch oder aufmunternden Worten. So, und ein Beispiel können wir jetzt hier vielleicht mal zeigen. Und nun, nachdem alles trocken geworden ist, schneide ich die Ränder zurück und runde sie dann noch mit dem Abrunder ab. Das kann man natürlich auch per Hand tun. Dann klebe ich im nächsten Gang dieses unterliegende Papier auf, bevor dann nachher die Sonne ihren Platz finden soll. So, und jetzt gilt es natürlich, das hier möglichst mittig drauf zu bekommen. Aber durch den Kleber, der ja so ein bisschen flüssig noch ist, dickflüssig, kann man hier ein bisschen hin und her schieben, bis man die richtige Position auch gefunden hat. Ich glaube, so ist es okay. Ja, und dann ist es schon soweit und hier darf jetzt eine Sonne ihren Platz finden.
Hier muss man jetzt mal genau hinschauen. Erstmal ganz vorsichtig auflegen und die Position bestimmen. Aber ich glaube, so ist das schon ganz okay. Dann werde ich hier zum Schluss noch ein kleines bisschen inken. Nur ganz leicht. Also ich möchte ja jetzt keinen Vintage-Eindruck hier vermitteln, sondern ich möchte einfach nur ein bisschen Tiefe geben, ein bisschen Struktur. Das ist es denn auch schon. Okay, das ist das erste Kärtchen. Ich werde jetzt alle anderen Karten auch noch fertigstellen, dann müssen die wieder trocknen. Das geht am besten unter einem dicken Buch oder mehreren dicken Büchern. Und in der Zwischenzeit werde ich dann die wohlmeinenden Wünsche ausdrucken auf dem Computer und dann hinten raufkleben. Dann sind wir auch fertig. Ja, ihr Lieben, gleich sind die Kärtchen fertiggestellt. Ich glaube, mehr Sonne auf kleinem Raum ist gar nicht möglich. Und ich weiß schon, eine meiner Freundinnen, der ich gleich morgen so ein Kärtchen schicken werde, die kann es nämlich gerade gut gebrauchen. Die anderen lege ich mir in den Vorrat und immer, wenn mal jemand ein bisschen traurig ist oder betrübt, dann geht so ein Kärtchen auf die Reise oder verschwindet heimlich in einer Jackentasche desjenigen, der betroffen ist. Und dann, das war eigentlich auch folgerichtig, hat mich während dieser Arbeiten ein Ohrwurm ereilt. Und hier ist der Here Comes the Sun von den Beatles. Das kriege ich jetzt nicht mehr aus dem Kopf. Aber irgendwann wird es wohl auch wieder verschwinden. Ja, so sehen die Kärtchen aus. Auf der Rückseite, wie gesagt, gibt es wohlmeinende Sprüche, die den Empfänger hoffentlich freuen. Und ja, diese kleine Arbeit hat einen Riesenspaß gemacht. Und das ist nur eine Möglichkeit, was man mit diesen kleinen Stempeln so machen kann. Ich hatte es ja schon angesprochen, Washi-Tape. Das hatte ich mal gestern ausprobiert. Einfach diesen All-Over-Druck auf das Maler-Tape und dann unterlegt mit Backpapier, sodass man das jederzeit abziehen kann. Dazu gibt es auch eine Anleitung. Den Link findet ihr hier oben und auch in den Beschreibungen. Also ich finde, das ist auch eine schöne Idee. Könnt ihr mir auch vorstellen, Stoffstreifen zu bedrucken und die auch in Journals zu integrieren oder auch ja, in Textilien arbeiten. Und diese kleinen Stempel sind auch eine wunderbare Art, ein Journal zu bereichern, wie ja hier geschehen in diesem Herbstjournal. Also was ich mit, wo ich eine Seite mit Sonnenschein gefüllt habe und mit ein paar Gedichten dazu. Ja, und damit möchte ich für heute abschließen. Ich freue mich, dass ihr dabei wart und ich hoffe, ihr habt auch Freude gehabt und ein bisschen Sonne abgekriegt. Das war ja der Sinn der Sache. Vielleicht setzt ihr euch hin und dudelt ein paar Sonnen, wenn die Tage grau und regnerisch sind, wie das hier im Moment mal wieder so oft der Fall ist. Auf jeden Fall grüße ich euch sehr herzlich. Ich schicke euch alles Liebe. Passt gut auf euch auf und bis zum nächsten Tutorial. Eure Birgit.